Willkommen zurück bei Attack of the B-Team. Letztes Mal haben wir ja genug unten in der Höhle gesammelt, dass wir heute ohne Probleme weitermachen können. Denn jetzt muss ich erstmal hier aufstehen. Und ich glaube, ich hatte es letztes Mal so abgepasst, dass Dunkelheit herrscht. Ja, es herrscht sogar Dunkelheit. Jetzt muss ich mal kurz hier an meinem Regler regeln. Es ist nämlich gerade sehr laut auf meinem Ohr. Ich nehme heute mal wieder mit Bandicam auf, weil Bandicam hat sich nämlich, derbe verändert. Das soll jetzt von der Qualität sehr gut sein. Ich habe nämlich letztens immer so gemerkt, dass es immer ziemlich geruckelt hat bei meinen Videos. Ich hoffe, das kann ich jetzt mit Bandicam irgendwie überbrücken, dass es nicht mehr ruckelt. Und wir haben heute sehr viel vor. Was haben wir denn vor? Jedes Mal sage ich, wir haben viel vor und ich schaffe nicht wirklich viel. Ich möchte gerne sozusagen Stromleitungen verlegen, zumindest schon mal planen, wie wir die verlegen können. Und ich muss auch alles hier rauskriegen. Ja, ihr habt gerade richtig gehört, ich möchte dieses komplette Haus leerräumen. Das wird natürlich eine wunderbare Aufgabe. Oh, für euch wahrscheinlich total langweilig. Ich möchte hier die komplette Kiste, so wie sie hier ist, einmal rüberkriegen. Weil ich habe mir nämlich so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze bauen könnten. Und das Ganze sieht so aus. Ich weiß gar nicht, habe ich hier... Ich sollte vielleicht erstmal hier so ein bisschen... Was habe ich denn hier? Das habe ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teile wir eigentlich brauchten. Ich habe es irgendwie vergessen und ich habe meinen Zettel auch... Habe ich ihn hier noch? Moment. Nö. Zettel ist natürlich weg. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Teile ich eigentlich brauche. Mal sehen. Rocket... Ist natürlich sehr gut geplant, ne? ich brauche, glaube ich, die hier. So, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war Nummer 1. Und hierfür brauche ich nochmal 3. Also die 8 habe ich schon mal. So, jetzt möchte ich das Ganze schon mal irgendwie versuchen zu pressen. Ich glaube, das ging so. Ja, wie ging denn das? Ach so, natürlich. Kann ja nicht funktionieren. Und das hier muss ich auch noch... Aluminium geht auch nicht. Shit, ich habe keinen... Zinn, 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 Zinn. Brutzelt das hier noch? Nein, das ist Eisen. Da ist Zinn. Das kann ja schon mal vor sich hin vegetieren. Ich möchte jedenfalls... das alles irgendwie darüber kriegen. Ich muss mir jetzt allerdings nochmal die Gegend angucken und ich sollte mir ein bisschen Holz mitnehmen, damit ich nicht so ganz ohne was hinlaufe. Komm, nehmen wir gleich einen... Komm, 64er Stack. Und... das geht auch. Und dann am besten das Chinselwerkzeug, wo auch immer ich es hingepackt habe. Da ist es. Und jetzt gehen wir damit einfach mal... Schaf, geht's dir gut? Es hat sich irgendwie verletzt, ne? Kann ich denn Apfel geben? Nein, kann ich nicht. Sind die Bäume eigentlich mittlerweile schon ein bisschen gewachsen? Nee, sieht noch nicht so aus. Warum sollten die auch so zack, boom, wachsen? Das geht nicht so schnell. Also mein ganzer Plan, der dahinter steckt, ist, was ich mit diesem Haus hier vorhabe, das soll unser Wohnhaus werden, aber gleichzeitig auch unser Labor. Das heißt, ich werde alles, was hier oben so keucht und fleucht, das heißt hier diese ganzen Gerätschaften, Raffinerie, den Cirrus Fabricator und den elektronischen Ofen, na gut, den können wir vielleicht hier lassen für eine Küche, aber ich möchte das Ganze hier abzweigen, das geht ja schon mal dahin soweit, nur ich möchte dieses komplette Kabel erstmal nach unten verlegen, jetzt gehe ich mal runter, bevor ich mich da in die Tiefe stürze. Dum, 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 dum. So, ich möchte mit dem Kabel hier runterkommen und irgendwie ist die Musik so laut. Ich glaube, so ist besser. Dann möchte ich hier gerne wie so eine Art Verteilung irgendwo machen. Allerdings, weil das ja ein ziemlich weiter Weg nach hier unten ist, muss ich da definitiv nochmal so einen Akku irgendwo hinpacken. Weil, wenn ich das jetzt von da oben direkt einmal runterlaufen lasse, wird es wahrscheinlich so viel Verlust geben, dass im Endeffekt hier unten nichts ankommt. Und so habe ich immer überall mal einen Puffer
Und das Ganze werde ich dann noch weiterleiten. Vielleicht machen wir hier irgendwo den Verteiler rein, beziehungsweise hier unten. Und da kommt dann auch so ein ganzer Batteriespeicher hin. Ich weiß gerade nicht, wie ich das besser erklären soll. Dann werden natürlich hier wird dann schon mal irgendwie eine Leitung hergeführt. Das werde ich hier, glaube ich, so unter Glas legen. Vielleicht hier so drunter. Weil wir müssen ja für den Filler, der dann hinterher die Rakete auftankt, ja eine Stromleitung legen. Und ja, hier drin müssen wir auch noch weitermachen. Und. Also es ist eigentlich ziemlich viel Arbeit, was noch auf uns wartet. Hier werde ich dann die kompletten Utensilien vielleicht runterholen. Und ich werde hier auch einen Hochofen hinbauen. Da gehen wir vielleicht hier dann rein. Da kommen dann ganz viele elektronische Öfen rein, damit wir dann, ich sag mal, genug Speicher haben, um das zu brutzeln. So, jetzt möchte ich aber gerne erstmal ein Lager bauen. Die Frage ist, wo mache ich das hin? Vielleicht machen wir das hier unten sogar hin. Dafür habe ich mir das Holz ja mitgenommen. Das heißt, ist das da Zinn? Nein. Ich sollte vielleicht das Kupfer mitnehmen. Und ich sehe gerade, ich habe meine Spitzhacke gar nicht im Auge gehabt eben. Das könnte Probleme geben. Ich warte eigentlich nur darauf, dass er zerspringt. Stimmt, wenn ich nicht damit rechne, dann erschrecke ich mich. Also du kannst sagen, was du willst. Die Spitzhacken halten doch eine Menge aus. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Super. Nee, also ich mache das erstmal, ich werde das hier erstmal so ein bisschen vorrahmen. Wie hoch das Ganze im Endeffekt wird. Es wird nicht hoch. Wir werden in dieser Etage was machen und da was machen. Und dann könnte man hier eigentlich schon eine Decke machen. Quasi diese Höhe. Ich will das nicht zu hoch bauen, weißt du? Ich mache da jetzt mal so einen Erdblock hin. Na. So. Dann haben wir den. Und dann mache ich das hier auch nochmal. Genau, dann machen wir das hier nämlich als Lager und dann werden wir halt die NASA-Workbench nochmal woanders hinpacken. Die gehört hier nicht hin. So. Dann kommt ja hier hinten quasi die Ecke. Die werde ich auch ein bisschen anders bauen. Das heißt, ich würde die quasi so bauen wollen. Dann machen wir hier... Upsala. Dann machen wir hier auch nochmal. Das dahinter muss ich sowieso dann noch irgendwie ein bisschen zubauen. Dann kommt hier die nächste hin. Ich brauche jetzt natürlich Fackeln, ist ja ganz klar. Das werden wir dann im Endeffekt auch so ausschildern, dass das, ich sag mal, nach Rohstoffen sortiert wird. Das heißt also, hier unten kommt dann Eisen und Gold beispielsweise rein, hier kommt Kupfer und sowas rein. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das im Endeffekt machen. Jetzt brauche ich natürlich eine Spitzhacke, ne? So ein Ärger und ich habe keine. Mist! Ich habe das ja sehr gut geplant. Und hier kommt dann auch nochmal sowas hin, das passt ja richtig. Gefällt mir. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, hier raus ein Lager zu machen. Wobei mir das jetzt hier mit der Tür natürlich nicht so gefällt. Hier passt es ja, ne? Genau, hier passt es. Nur wo es natürlich nicht passt, ist auf dieser Seite hier. Das ist ein bisschen negativ. Warte mal. Das ist doch genau da, wo die Tür sitzt. Das heißt also, ich müsste jetzt quasi hier wieder mit Holz hochgehen. Und dann das Ganze hier um eine Ecke bauen. Das wird ja ein komischer Raum. Aber gut, ich habe ihn ein bisschen größer geplant. Wir können ja dann auch noch in die Richtung weiterbauen. Das soll ja ein großes Lager werden und nicht nur so ein kleines winziges. Dann machen wir hier mal. Und hier mal.
Upsala, das hat ja gut geklappt. Irgendwie mal gar nicht. Wenn man Adventure Maps kann, dann kann man auch hier jetzt springen. So. Das ist jetzt natürlich erstmal der gröbste Rohbau. Das wird sich im Endeffekt dann noch ganz schön verändern hier drin, ne? Und dieser Tisch hier, ich weiß gar nicht, kann ich den so abbauen? Hui, kann ich sogar. Hier hinten geht's dann noch weiter, weil wir haben ja so viel Rohstoff im Endeffekt. Wenn ich hier vielleicht die erste Abteilung für Holz und sowas machen und wenn ich hier dann weitergehe, hier kommt dann die nächste Reihe. Das wäre dann also, wenn ich das mal ganz schlau bauen würde, weil dann kommt hier nämlich eine Wand zwischen und dann würde hier quasi die nächste Abteilung schon kommen. Ich weiß nicht, ob ihr mir gerade folgen könnt, wie ich das bauen möchte, aber so im Endeffekt wird es dann aussehen. Das ist natürlich schön so. Okay. Und es wird schon wieder Nacht da draußen. Ich muss mir meine Spitzhacke organisieren, beziehungsweise Rohstoffe, die ich mal verstauen kann. Jetzt müssten ja eigentlich die Bronzeplatten fertig sein. Man sieht, ich habe hier ganz schön was vor. Das wird natürlich auch ein Ewigkeitsprojekt hier. Aber das wisst ihr ja schon. Also wenn das fertig ist, ne, dann mache ich erstmal 10.000 Kreuze. Vor unserem Haus am besten noch. Das sieht dann aus, wie als ob wir auf dem X laufen würden. Planet X. Oh ja, da kenne ich auch so ein richtig geiles Spiel, was ich momentan sehr viel spiele. Also wenn ich gerade nicht aufnehmen kann. Weil du kannst ja nicht jedes Mal aufnehmen. Das Thema hatte ich auch schon mal. Ich spiele nämlich gerade so die X-Reihe. Das heißt also, X1 habe ich jetzt durch. Beyond the Frontier. Das war irgendwie so ein Spiel. Das Ende hat mich nicht befriedigt. Das war eher ein Scheißende. Aber ansonsten macht es sehr viel her. Wenn das jemand von euch kennt, da kannst du ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie er das Spiel findet. Also ich finde diese Reihe sehr, sehr gut. Wenn wir wollen, können wir das auch später mal let's playen. Aber ich wollte das nicht machen, weil... Also jetzt erstmal, weil ich nicht wusste, wie und wie das überhaupt funktioniert. Und dann muss ich selber erstmal gucken. Und der erste Teil ist sowieso so ein bisschen langweiliger als der zweite. Aber hey. So, jetzt haben wir auch mal ein paar Bronzeplatten. Ich glaube, so musste ich... Nee, Leute. Damit wir wissen, wie wir das anreihen müssen. So. Ich glaube, so ist es am logischsten aufgebaut. Also wir haben viel zu wenig Bronze, wie wir hier merken. Das ergibt dann gleich diese Platte. Ich glaube, das ist jetzt logisch aufgebaut. So, ich möchte gerne noch ein paar Öfen bauen, beziehungsweise ich brauche Kabel. Reicht das? Nee, Moment, Alu. Ich muss, glaube ich, Alu eingeben. Da sind sie. Aluminium-Wire. Ich brauche aber das dickere. Gibt es das eigentlich noch dicker? Naja gut, das ist mehr so eine Kreuzung. Also ich brauche das hier. Erstmal muss ich das bauen. Dafür brauche ich Aluminium und Wolle außenrum. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Habe ich denn noch so viel? Zinn, Alu. Ich mach mal ein paar Kabel. Und ich brauche Wolle. Warte mal. Dafür muss ich die Schere hier mal rausnehmen. Dann gehen wir mal auf Schafjagd. Hallo Schaf! Na, willst du mal wieder geschoren werden? Ich glaube, wir sollten die auch mal vermehren. Schnipp! Schnipp! Schnipp, schnipp! Und schon sind sie alle nackig. Ich glaube, ich hole mal ein bisschen Getreide. Die müssen sich ja auch mal vermehren. Ah, gucke mal da. Der erste Orangenbaum ist gewachsen, beziehungsweise auch der zweite. Hey, ich freue mich. Na, das hat ja schon mal geklappt. Unsere ersten Bäume stehen schon mal. Der ist noch nicht fertig. Oder doch? Oh, das ist doch schon fertig.
Sah für mich irgendwie unfertig aus, wenn ich mal ehrlich bin. Dann den. Das hat nichts verloren. Ah. Wir sollten uns vielleicht auch noch Hühner halten. Dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Hühnerfleisch. Und ein paar Eier. Ich weiß gar nicht, ob man hier schon Omelette machen kann. Es ging in irgendein Modpack. Ah, hier, gucke, das ist auch noch fertig. Dann wollen wir die jetzt mal vermehren. Ich esse mein Brot. Umso mehr Schaf, umso besser. Den müssen wir auch noch mal ein besseres Gehege machen. Vielleicht bauen wir das hier so an den Weg. Das heißt, das wandert dann von da nach hier irgendwo. Oh, gucke mal, der hat gerade Wolle gekriegt. Ich schnipp ihn die wieder weg. So, Getreide. Es sind 4 Schafe, das heißt also, wir können die ohne Probleme so miteinander kreuzen. So, jetzt haben wir neue Schafe im Gehege. Sehr schön. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach so. Schon wieder vergessen. Wolle? So. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, um dieses dickere Kabel zu kriegen, du brauchst ja auch wieder Wolle dafür und dann nochmal Aluminium. Müssen wir das mal so machen, ha? Wir brauchen auch dickeres Kabel aus dem einfachen Grund, die können mehr Strom leiten. Und das Problem dabei ist auch wiederum, die glühen auch nicht so schnell durch. Was ist das ein Problem? Das ist kein Problem. Und vor allem, das müssen wir oben bei den Solarzellen hinmachen. Weil da wird nämlich der meiste Strom gezogen am Ende hin. Weil da ja auch kein Verteiler und so sitzt. Komme ich da eigentlich hoch? Ach ja, ich hatte mir ja eine Leiter hochgebaut, ne? Ja. Und wir müssen auch noch ein paar Solarzellen bauen. Wie viel habe ich denn jetzt? 3 Stücken. Das ist natürlich sehr viel. Jetzt schalte ich das hier sozusagen mal ab. Uah! Mann, ist die Musik laut. Von Still Alive. Wo habe ich denn diese Version her, sag mal? Warte mal, das ist mir doch gerade ein bisschen laut. Nicht, dass man mich gar nicht mehr hört. So. Der Drache ist jetzt da drüben. Aha, okay. Das Ungetüm wandelt hier umher. Ich muss mehr Wolle haben. Ist jetzt natürlich nur blöd, Aluminium. Das geht ziemlich schnell alle, wenn ich jetzt das ganze Kabel verlege. Das andere Schaf brauche ich mal. Komm her! Ey, nicht abhauen! Dann geht ja. Noch. Oh, das hat ein bisschen mehr dabei. Das heißt also, ich kann noch mal ein paar mehr von den Kabeln machen. Wir haben 9 Stück. Dann packe ich das da mal hin. Dann Aluminium unten drunter. So, jetzt haben wir 7. 7 müsste eigentlich schon ausreichen, um zumindest zu diesem einen Punkt zu kommen. Das nehme ich mir wieder raus. Das packen wir wieder schön verteilt da drauf. Wir müssen jetzt noch Stahl machen, jede Menge. Das heißt, ich packe das mal hier rein. Oben werde ich mal das Kupfer schmoren. Ich habe auch noch mehr Kupfer. Das packen wir da mal komplett rein. Gold haben wir auch. Das brauchen wir nur noch nicht. Naja, mal sehen, was raus wird. Ach, Moment. Ich muss doch noch was pressen. Am besten Zinn. Da kommen wir nicht drum rum. Aus dem Zinn müssen wir ja schließlich Bronze dann machen. Und das ist das, was am rohstofflastigsten ist, sage ich mal. Oh, das wird noch witzig.
Ich freue mich darauf, wenn wir hier mal fertig werden. Und das nächste Getreide, was ich so auffinde, könnte ich das Dach mal mit bedecken. Oh, ich laufe immer hier hinten rein, ne? Ist ja wohl eine Krankheit. Ich bin auch ein bisschen doof. Ich muss auf die andere Seite, das war richtig. Das heißt, ich muss jetzt hier hochgucken und das Kabel ziehen. So, das ist verbunden. Jetzt habe ich natürlich... Ne, ich muss runterfallen. So, jetzt ist das da oben schon mal verbunden. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Jetzt muss ich natürlich noch hier runter, ne? Ohoho. Das wird ja ein Spaß. Für die ganze Familie. Naja, zumindest haben wir es schon mal. Soweit. Wirst du wohl. Dann werde ich jetzt hier oben mal versuchen, das Dach ein bisschen weiter zu machen. Hier am besten.